Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier Technologie. Ich laufe jetzt zu meinem Rucksack, hoffe, dass da keine mehr sind. Dann will ich natürlich so schnell wie möglich hier zurückkommen. Ja, leider ist es so, Mission schief gelaufen. Der Hund war plötzlich da und ja, der war, naja, zu stark für mich. Also ich habe nicht gesehen, ich konnte nicht reagieren. So, ich laufe jetzt da fix hin. Direkt zum Rucksack. Jetzt sammle mal nichts ein. Der Rucksack war nämlich sehr voll. Du bist ein bisschen nass, das weiß ich. Noch ein Fluss. Ich wollte den kurzen Weg nehmen, ne? Kann auch schon. Kann auch schon. Kann nicht mehr weit sein. Der Wahnsinn. Aber Bewegung hält warm. Hauptsache, habe ich keine Zombies unterwegs. Zünde eine Fackel an, ja klar. Also ich hab doch keine. So, kurz Luft holen. Ja, das ist ganz cool. Zwölf Uhr. Ich weiß noch nicht genau. Ob da noch welche sind, ne? Bin ich dabei. Aber noch eine Weile entfernt. Durch den Blei. Das ist ungünstig. In diesem Zustand bin ich nicht so, ja, wie soll ich sagen, angreifbar. Ich muss kurz ein bisschen Luft holen, dass ich so rechtzeitig laufen kann. Hätte auf den Mobus steigen sollen und wegfahren. Anscheinend sind alle weg. Ja, anscheinend. So, jetzt heißt es wieder mit dem alten XP. Ja. Ja, XP sammeln ist gut, aber das dauert eine Weile, bis ich wieder ja, den roten Neck habe und dann kann ich mir wieder. Ja, die kamen überall, ne? Ich muss das nächste Mal das Ding weiter wegstellen und dann gleich weglaufen. Die kommen eh zu mir. Okay, wir fahren zurück. Auf den Schrecken fahren wir mal zurück. Wir sind eh packvoll, ne? Von der Warte her. Kein Zweck ist, zu bleiben. Ja, so ist das, ne? Übernommen. Ah, das waren mächtige Typen. Sehr stark. Das sage ich euch, das war auch wieder was. Fahren wir nach Hause, ne? Auf den Schrecken. So, pack mal das Gepäck aus und ja, verstauen wir alles. Mal schauen, ob wir zusammenbauen noch hier
Elektrofallen bauen, ne? So mache ich zum Beispiel, habe ich mal vor. Muss ich mal schauen, was am besten geht. Ja, ich brauche dringend Punkte zum weiter lernen, aber das haben wir jetzt nicht vergönnt. Das macht nichts. Dann nächstes Mal halt, ne? Ja, doch lieber Muppel aufstellen und wegfahren, ne? Die werden schon gefolgt. Und für je weiter weg die sind, umso besser, ne? Ich denke mal, der Hund war eh da gewesen, so oder so. Den hätte ich vorher dann, ja, wenn ich gesehen hätte, erledigen sollen, ne? Aber ich habe den nicht gesehen. Bin hier gespannt, hier, ob hier mal beim nächsten Blutmond, wie das hier wird. Ich hätte auch Fahrrad nehmen können, aber wäre so aufwendig gewesen, ne? So, mal Deckel zu hier. Haben unsere Ruhe. Ups. Runde können sie hier fast gar nicht mehr rein, aber ja, in der Theorie, ja, ja, sicher, aber Praxis. Ja, ich muss noch den nächsten Mal ins Bergwerk. Ich brauche noch ein paar Steine. Zum einen für Bruchsand, zum anderen für Beton. Und Steine an sich fürs allgemein Arbeiten. So, mal sehen, wie wir das Gepäck leer kriegen. Und zwar, was haben wir hier alles? Wir haben noch. So, okay, gehen wir hier rein, dieses Teil. Und jetzt geht es darum, die Sachen, die wir verkaufen können. Ne, ist noch keine Mission, bin geheilt. So. Das da rein. Und. Also das ist ja Wahnsinn, 300 Schuss. So. Ah, hier haben wir noch ein bisschen was, aber das ist nicht viel. Essen werden wir da nicht hinlegen, ne? Wenn wir hier reinpacken, ne? Gleich einschmelzen. Für später. So. Dann gleich Blei hinterher. Haben wir noch? Mit dem Knall gehen, ne? Fleisch haben wir noch. Kunststoff. Bonbondose. Weg damit. Kleber war die Dinge. Achso. Am Mann gehabt, Entschuldigung. So, Kaffee, Spritze. Gut, die dürfte alles sein. Denke ich mal. Ja, hier muss man Licht anschließen, die Kabelei. Und mal sehen. So, Bruchsand. Ach Quatsch. Ja, ja, das passt schon so. Eisen ist okay. Brauchen wir eh. So, was haben wir noch? Moment, wäre nicht schlecht. Haben wir nicht drinne. Okay, was haben wir Schönes? Wir haben jetzt Leder.
Das ist sowieso hier drin, also, ne? Leder. Wir haben Kleber. Stofffetzen. Papier. Das haben wir noch nicht. Legen wir mal zu. Magnum. Knochen geht Richtung, ja, Kleber. Essen geht woanders hin. Da haben wir noch Samen. Fettei geht ins andere Abteilung. Verrottetes Fleisch unten links. Erstmal Lehmboden. Das schmelzen wir ein. Der Lehm ist von links hier. Von den Buddeln von den Gräbern. So, schmelzen wir ein. Dann Eier. Oh je, Eier, kein Platz. Fleisch haben wir genug. Dann werden wir hier Maiskolben mal gleich Maismehl machen. Und dann ist der mal weg. Aus dem Bereich. Dann können wir die Eier reinlegen. Also Ei. Maisbeer stelle ich gerade her, da muss ich nicht anfangen. So. Rezepte. Stofffetzen. Auf weg. Ich habe erstmal einen 3 gehabt. So. Blei. So. Fett, Fett, Fett. Kein Fett. Sehen wir keins. Tabletten haben wir schon viele. Hätte mir da geholfen vielleicht, ne? Ja, hätte. Das heißt, Tabletten werden wir mal ruhig im Gepäck nehmen, 3 Stück. Eine Magnum-Munition können wir theoretisch hier lassen, weil so eine Pistole habe ich noch nicht bei mir. Ich habe zwar eine, aber ich habe keine im Gepäck. Weil irgendwo ist man auch im Platz eingeschränkt, ne? So 150 Schuss. Das wollte ich hier behalten. So, das Glas noch nach oben. Fett zu Fett. Baumwolle, das werden wir draußen ja noch mit aufbauen. Das können wir hier reinlegen, Blei. Da auch erste Teile. Wird ja gerade Zombies. Könnte sein. Kurz überlegen. Können wir gleich mal Mehl herstellen, ne? Maisbrot, ne? Und ein bisschen gekochtes Fleisch, ne? Achso, Feuer fehlt. Dann geht's sofort. Maisbrot. Das Fleisch kochen. Schauen wir mal Dings hier. Tee. Tee haben wir hier. Was haben wir da? Haben wir noch mehr Tee da? Gehen wir nach Kaffee gucken, ne? Ja, unsere Lampen hier oben, ne? Das ist ja schön, ne?
So. Muss ich mal was wegnehmen, ne? So. Na, eben nicht schießen. Haben wir nur einen Klumpen Tee? Antenne. Kaffee hat nur noch einmal eine Pflanze gut geworden, ne? Haben wir stehen lassen. Aber Kaffee ist nicht das Problem. Problem ist eher Bohne. Mal sehen, Maispflanze können wir hier rausnehmen. Wenn wir Mais rausnehmen. Und dann hier noch einen Boden machen. Und hier werden wir auch Mais rausnehmen. Und das war nicht richtig. Dann werden wir gleich die Chrysanthemen wieder einpflanzen. Dann werden wir noch mindestens eine. So, wenn wir gleich die nächsten holen. So. Beziehungsweise herstellen. Also wir haben jetzt vier Rezepte. Oh, fünf. Ist doch gar nicht. Hier. Aber Tee muss ich haben, ne? Kaffee geht nicht. Und Kaffee, ach so, geht. Ah, Kaffee nicht. Roten Tee auch nicht. Roten Tee geht. Weil ich will nämlich noch eine Pflanze herstellen und können sein, dass ich brauche. So, Kartoffeln, Kürbis dürfte auch rein. Dann Kartoffel haben wir auch jetzt die fünf. Mais wieder zurück. Da ist leider nur vier. Nehmen die mal rüber. So. Kürbisbrot. Mal sehen, was wir Samen kriegen, ne? So, Samen, Samen, Samen. Gut, das können wir gleich mal einpflanzen. Dann haben wir unser Gemüsebeet etwas vergrößert. Dann kommt raus. Dann können wir unser Speiseplan ein bisschen erweitern und wir haben irgendwann so dieses gelbe Ding. Kürbissamen. Kappe da. Das Bohnen. Kappe Samen. Das ist Kürbis. Jetzt die andere außer reif, na gut. Kaffee. Ist gerade reif geworden, ne? Macht nichts. So. Kartoffeln. Und so ein Kürbis, aber jetzt, na gut. Kein Samen, aber ist halt da, ne? So, Kartoffel einpflanzen. Mal gucken, haben wir noch Platz?
Nummer 2, jetzt haben wir so, hier ist ein bisschen Licht, ne? Also wie gesagt, ich habe Lichter gebaut. Und ich muss nur mal schauen, dass ich auch noch ein bisschen mit der Cabrio-Light wirklich noch nicht ganz durch. Also ich will ja noch die anderen Lampen anschließen. Die unten sind dann noch Lampen. Die will ich noch anschließen, dass ich ein Licht habe. Die Fackeln, irgendwann gehen die sowieso alleine aus. So. Nehmen wir zurück, ne? Fleisch hier rein hier. Und dann Maismehl. Und dann müssen wir auch gleich raus hier. Maissamen. Das ist für Medizin, das ist Kaffee. Kürbis. So, ah, da. Wollte sagen, was war gewesen? Ja, wo pflanze ich die jetzt hin? Die mit zu, ne? Für Pilze haben wir später was anderes an aussuchen. Das ist typisch, ich habe doch hier angezeigt. Da gehen wir noch über die Ecke. Jetzt haut er wieder die Pflanze raus. So. Zum Glück können wir wieder einpflanzen. Ja, und wo ist er? Da unten. So. Das ist mein Generator, ne? Hier Strom. Lampe 1, Lampe 2. Lampe 3, Lampe 4, der ist weit weg, mir missglückt, und der sitzt auch hier. So, jetzt habe ich das ausgeleuchtet und die Ecke hier vorne. Was ich dann machen muss, ist ja Richtung vorne noch ein bisschen, aber ich muss hier nochmal gucken, wie ich das hinkriege mit dem ganzen Strom. So. Das heißt, mein Gepäck mal aufräumen. Kaffee muss auch raus. Mütze kommt woanders hin. Stofffetzen auch. Weiß mal gleich ein bisschen was, ne? Nicht da legen. Haben wir Glück gehabt. Ich dachte schon, jetzt habe ich zerlegt. Gut, da haben wir ein Glas gehabt, ne? Und ja. Tja, musst du nächstes Mal in der Wüste und mal schauen. So. Ich wollte noch verlegen ein bisschen Strom. Das heißt Elektro. Verschaltung. Geht jetzt noch nicht durch. Eine Elektrozange. Da haben wir eine Drahtwerkzeug. Haben wir zwei. Dann muss ich mal oben schauen, ne? Am besten mache, also dass ich von oben am besten Verteiler unten lege, ne? Und zwar das ist Verschaltung. Hm.
Muss ich mal gucken. Die Verteilerhersteller, ne? So, brauchen wir dafür. Die Teile brauchen wir auf jeden Fall. Kleber. Dann nur das Herstellen. Klebeband und Stofffetzen. Mal Klebern her. Fertig. So. Jetzt schauen wir mal, was wir brauchen für Wissenschaft. Lampen brauchen wir keine. Wir brauchen immer hier Verteiler. Elektroverschaltung. Da brauchen wir Eisen noch. Aha. Können wir noch viele, viele Teile bauen. Ich habe die ganzen Autos eben zerlegt hatte. So. Verteiler. Bin da nicht ganz sicher, ob das gut funktioniert. So, dann brauchen wir noch kurz warten. Das ist Verschaltung. Brauche keinen Schalter. Ich mache Motor an. Komm mal hin. So. Das baut noch ein Mann. Das werden wir noch ausbauen, sicherlich. Oh, das ist fertig. Bin mir nicht ganz sicher, wie er funktioniert. Also, das heißt, ich bin ja hier. Rangehen von oben runter gehen, ne? Also von oben. Und dann ist das Problem, das macht es ein bisschen schwierig, ne? Das geht zwar auch durch die Wand durch. Der hat einen Verteiler. 1, 2, 3, 4. Dann müsste ich praktisch erstmal den Jungen Kabel, Verschaltung, Kabel, Zeit, alles gut, okay. So. Das heißt, den baue ich hier erstmal an. Hm, ja. Und da habe ich nämlich zwei. Der hat keinen dran. Hm. Ist nämlich ein bisschen kompliziert. Also, doch, der hat von da. Okay. Da hat er 4. Müsste mal schauen. Den müsste ich immer irgendwo hinbauen. Bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Das ist ja unser Problem. Zwar. Das war eine Verbindung von da nach da gehen, also hier dann wieder ab. Das ist ja das Kuriose, jetzt haben wir da keinen Strom. Jetzt haben wir keinen Strom. Das ist ja mein Problem. Gut, der hat nur Strom, also das soll wieder funktionieren. So, okay, dann brauche ich noch einen zweiten. Das ist die Sache ein bisschen kompliziert. Da muss ich mal nach unten gehen. Also, kompliziert ist das nicht, aber muss halt. Hat er noch funktioniert? Noch einen herstellen.
Das, ah, hier haben wir 6 fertig, okay. Die machen mal einen Generator an. So. Geht nicht darum, dass wir jetzt Strom hier bringen. Also. Gut. Das ist ein bisschen. Gut, der ist angeschlossen, aber. Ach so. Nee, da nicht. Der wieder angeschlossen. Der ist doch undämlich hier. So, es kann besser gehen, ne? So. Anschalten. Die Lampen funktionieren, okay. Ist ja das Verrückte. Ja. Unten ist. Jetzt müsste eigentlich das funktionieren, ne? Mit dem Schalter noch nicht probiert, aber. Wow. Dunkel. Dunkel. Vom Motor geht das Ding jetzt da. Und dann da. Der an. Oh je. Unten sind wir nicht an, ne? Da geht nur die Lampen. Jetzt funktioniert. So. Jetzt sind wir eigentlich von oben. Und dann geht meistens
der andere wäre weg. Also Stromkabel läuft. Warum der nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Stimmt, weil hell ist, ne? Gut, Vorführeffekt. Nochmal aus. Wahnsinn. Gut, dann kann man ein bisschen mal bauen. Jo, bauen ist gut. So, Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Jo, weiter geht's. Jo, zum nächsten Mal, ne? Tschüss.